Videocasts und meine neue Kamera. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Über 100 Videocasts habe ich jetzt mit dieser Kamera gemacht, in die ich gerade reinschaue. Ich werde sie nachher kurz zeigen. Das ist die alte Fallschirmspringer-Kamera meiner Frau. Die war also mehrheitlich in der Luft, bis sie eben für mich angefangen hat zu dienen. Und das jetzt eben über 100 Mal. Nun habe ich mich umgeschaut bei Brack, habe nach Webcams gesucht, weil diese Sony es eben nicht mehr wirklich bringt, ist nicht HD, und habe mich dann für diese Microsoft hier entschieden. Das ist ein Teil für 80 Franken, ist eben HD, löst 1920x1080 auf, 8 Megapixel Bilder gehen rein, hat aber allerdings kein Licht, über USB relativ rassig angeschlossen und funktionierte auch ganz okay. Was ich mir auch noch angeschaut habe, und das wäre vielleicht eine Alternative, dass die hier. Da hatte ich allerdings Probleme mit Bild- und Tonsynchronisierung. Möglicherweise meine Grafikkarte, die da der Bottleneck ist, ist günstiger und hat einen Vorteil von zwei LEDs. Und jetzt schauen wir rein, wie das Ganze mit der neuen Microsoft-Kamera eben ausschaut. Das also das neue Bild-Fallschirm-Springer-Kamera weg. So hat das Ding ausgeschaut, so ein richtiger Kasten. Hat picobello funktioniert, mit dem Kabel, Wi-Fi-Kabel, in die Kiste rein. Jetzt geht es über USB mit dieser Microsoft-Kamera, hochauflösend HD-Format, passt natürlich besser. Würde mich interessieren, mit was für Webcams ihr für solche Videocasts arbeitet. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.